ihr Hübschen, heute mal wieder eine Buchempfehlung, besser gesagt ein Taschenbuch, ein dünnes Dingen, was auch schon Jahre, ich weiß gar nicht, das fing auf jeden Fall deutsche Erstauflage 1983 in meinem Geburtsjahr, das ist auch geil. Auf jeden Fall wurde das Ganze, ist auf jeden Fall von Louise L. Hay, die ist leider auch, glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr verstorben. Und da steht, heile deinen Körper. Übrigens habe ich dieses Büchlein, wenn ich mich nicht irre, dreimal. Also einmal wirklich für die Handtasche zum Mitnehmen. Eins zu Hause. Ja, und eins irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, ich habe mir das dreimal gekauft, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich mal wieder irgendwelche komplizierten, ich habe das Buch schon fast auswendig, nein, Quatsch. Ich lese manchmal nach, wenn ich wieder was habe an körperlichen Bewegchen, Rücken, was weiß ich, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen oder ich sehe gerade nicht mehr so gut, nein, Quatsch. Oder irgendwelche Bauchprobleme, das ist auch immer sehr nett, da kann man da immer dann gucken. Das Problem, ne, also hier zum Beispiel Asthma. Wahrscheinlicher Grund, erstickende Liebe, Unfähigkeit für sich selbst zu atmen, fühlt sich erdrückt, unterdrücktes Weinen. Neue Gedankenmuster, ist auch immer echt interessant, gell? Kann man auch sagen, Affirmation oder überhaupt unser Gedanken halt, ne? Es ist gut für mich, mein Leben jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Ich entscheide mich für die Freiheit. Na, Asthma habe ich ja gerade selber nicht. Nur manchmal ein bisschen Halsprobleme. Aber das weiß ich auch schon lange, dass ich dann einfach die Kommunikation nicht richtig, also dass ich nicht kommunizieren möchte dann. Über diese ganzen Themen, die in mir so rumliegen. Auf jeden Fall ist das Büchlein zu empfehlen für alle, die was mit Körper, Geist und Seele zu tun haben möchten. Nein, Quatsch. Die Seelenleben und ihr Körper mal richtig kennenlernen wollen. Zumindest, wenn ihr irgendwelche kleinen Wehwehchen habt. Wenn es größere sind, dann natürlich zum Arzt gehen. Ich meine, das ist jetzt nur, das tut also nicht die ärztliche oder therapeutische Dings aufheben oder überhaupt wegnehmen. Aber ich finde es sehr interessant. Erstens, 1982, glaube ich, wurde das erste Originalausgabe rausgebracht. Also, das Teil ist jetzt auch schon, nicht das Teil, sondern überhaupt diese ganzen Sachen von diesem Buch, was ich auch sehr schön finde, wenn ich mich nicht irre, sind vor 30 Jahre alt. Mein Gott! Und kennengelernt habe ich das kleine Büchlein, kann ich mal sagen, glaube vor 10 Jahren. Aber ich habe schon als Kind gewusst, irgendwas ist nicht in Ordnung. Zumindest mit Körper, Geist und Seele. Quatsch. Also, von meiner Seite her, mein Gott, ist das dreckig hier. Habe ich mich schon seit meiner Kindheit gut selbst therapiert. Auch mit meinen körperlichen Problemchen und Wehchen und meinen anderen Sachen. Aber als Hilfsmittelchen, so wie andere Medikamente oder sonst was oder überhaupt ärztliche Besuche und sowas, kann das Büchlein auch ganz schön hilfreich sein, finde ich zumindest. Also, erweiterte Ausgabe über 200 neue Einträge. Naja, leider ist diese liebe Frau von uns gegangen, aber sie hat hier einiges auf dieser Erde zurückgelassen. Ne? Also, noch ein paar andere Bücher. Es ist nur eins von ihren vielen, kann man sagen, oder mehrere. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Natürlich kann man sich das auch gerne auswendig lernen, wenn man möchte. Oder überhaupt, ich meine, dann würde ich aber wirklich die neuen Gedankenmuster nehmen, ne, und nicht die alten, aber naja. Also auf jeden Fall ist das so aufgeteilt. Und es gibt auch auf YouTube einige, die darüber auch schon
ein Video gemacht haben oder überhaupt auch, glaube ich, Podcast oder wie ähnlich. Ja. Wünsche euch eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen und viel Spaß beim kleinen Heile deinen Körper-Büchlein.